Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Und noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer! Verdammt! Oh! Nein, 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 nein! Nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards! Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Aus. Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus.
Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren. Ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt! Das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf. Und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon. Leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben! Geschaltet!
Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du...
Munitions! Infanterie! Machen wir sie fertig! Noch mehr Scheiß Schlamm! Schubmüll und durch! Wir müssen hier weg! Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Lasst das in Ruhe! Keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kopfhörer! Kopfhörer! Bridget! Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Von Townsend. Feuerbefehl! 3-1-4-2-3! Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Verdammt, die Treibstoffleitung leckt! Bitte jetzt nicht!
Bitte jetzt nicht! Bitte jetzt nicht! Komm schon! Jetzt komm schon! Les! Komm schon! Hör auf! Hör auf! Les! Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir.